So, schon wieder da. Schon wieder da. Boah, ich bin ja voll kacke, dass es meine 50 Minuten gerade eben, dass es das komplett weggelassen hat. Also, ich muss erst wieder bei Discord hier alles da rauslöschen. Oh, raus damit, du Sau. Wir haben Sprinti. Was soll ich machen? Ich kann da nichts für. Ich kann da nichts für. Das ist halt genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock habe. Aber es basiert halt. Was nur lustig ist, jedes Mal hat es eine hohe Zuschaueranzahl ganz kurz. Ja, ja, klar, deswegen, ich lösche die auch die ganze Zeit raus. Ich habe nur die drin gelassen. Im Grunde genommen lasse ich nur die drin, die seit 19 Uhr halt läuft, ne? Die allen anderen lösche ich jedes Mal raus, manuell, diese ganzen Benachrichtigungen auf Discord. Und normalerweise an schlechten Tagen hätte ich jetzt echt schon aufgegeben, aufgehört. Aber heute ziehe ich einfach durch. Ich lösche es halt einfach jedes Mal raus. Ich gehe auch jedes Mal in das Twitch-Studio, ne, und tue halt diese 1-Minuten-Dinger da rauslöschen und diese 1-Minuten-Dinger halt rauslöschen und ich lasse es mir aber einfach nicht verderben gerade. Ich meine mal ganz ehrlich, ich habe nicht den besten Rechner, Vodafone kickt mich manchmal ein bisschen, ne? Auch obwohl 250 Mbit ich im Download und 25 im Upload nicht haben müsste, aber dennoch schauen ein paar Leute vorbei, also warum sollte ich jetzt pessimistisch sein, ne? Ich kann jetzt nur optimistisch sein und sagen, wenn alles technisch perfekt wäre, wäre es vielleicht noch besser. Ja, es kommt so ein bisschen intervallartig. Ein bisschen, ja. Also vorhin, jetzt war es gerade fast eine Stunde lang problemlos und... Aber ich habe schon gegoogelt, ne? Also wenn man bei alle Störungen gerade schaut... Also wenn man bei alle Störungen gerade schaut, dann ist es... an anderen Orten gerade auch so. Also es gibt gerade echt viele Störmeldungen wieder beim Vodafone. Also ich weiß natürlich nicht, ob nicht irgendjemand weg wie DOS oder sonst wie oder DOS. Auch das kann ich nicht ausschließen, aber auf alle Störungen zeigt es auf jeden Fall an, dass es halt gerade an vielen Orten Probleme macht. Vodafone ist... Ihr seht ja gerade die Lecks, die ich hab, ne? Immer wieder. Vodafone ist halt zum Kotzen. Ich hab einen Vorvertrag, also wir haben einen Vorvertrag bei, ich sag jetzt mal wir, weil quasi mein Vater und mich, wir haben einen Vorvertrag bei Glasfaser Deutschland und mal gucken, wie das dann wird, wenn es soweit ist. Da habe ich jetzt auch bisher schon von dem einen oder anderen Problem gehört, aber mal gucken, wenn die bei uns alles neu machen, mal schauen. Vielleicht wird es ja dann richtig gut. Dann stream ich habe ja zuletzt auch meistens mit 6000er Bitrate gestreamt. Jetzt vorhin habe ich es mal auf 3000 runter korrigiert.
wird man halt sehen, aber ich bin, inzwischen habe ich mich so daran gewöhnt, an die Vodafone Scheiße, obwohl es mir zum August, September gut war, aber ich habe mich so daran gewöhnt, dass es mich jetzt langsam nicht mehr umhaut. So, ich versuche halt im Rahmen dessen meine Streams zu machen und ich habe heute auch gedacht, wenn gestern hat es schon nicht funktioniert, habe ich gedacht, egal was heute ist, spontan habe ich das entschieden, selbst wenn es heute abkackt, könnte jetzt auch einfach gemütlich vor mich hinzocken, Singleplayer-mäßig oder so. Ich könnte so ein bisschen bei Medieval Dynasty, bei meinem Safe-Game ein bisschen weitermachen oder aber ich gedacht, ach komm, ich stream einfach weiter. Und selbst wenn es da 20.000 Abbrüche gibt. Mir ist scheißegal. Mach's einfach. Trink ein schönes Bier dazu und dann ab nach den ersten zwei Bier wird's einem schon gleichgültiger. So einfach muss man das sehen. Wie vielleicht auch, ich weiß nicht, vielleicht sind es auch Leute, die so ein bisschen dossen oder so, ich weiß es nicht. Ich habe das nicht nachgeprüft, aber lass mir halt von so Leuten das nicht verfamilien, ne? Aber ich glaube, das ist schon eine Störung gerade. Weil die Ausfälle, die sieht man halt. Hier, zum Beispiel schreibt einer aus Rostock Probleme, ne? Es geht wirklich deutschlandweit. Da schreibt noch jemand aus Rostock MacPom. Wunderbar, wunderbar. Da schreibt noch jemand aus Rostock MacPom, ne? NRW Postleitzahlen sehe ich. Dann sehe ich Sechserzahlen. Das sind, glaube ich, nördliches Württemberg oder Rheinland-Pfalz. Also heute gehen mal wieder einige Meldungen raus. Also vorhin so um 21 Uhr gingen auf jeden Fall mindestens 500 Meldungen raus. Also ich meine, die werden ja in 1000 gemessen, ne, bei, also heute ging es richtig zur Sache bei Vodafone wieder. Man kann es auch positiv sehen, wenn es mal läuft, ist man umso glücklicher, ne? Also Vodafone macht ja auch so eine Art Psychologie mit uns, ne? Wenn wir bei Vodafone mal ein, zwei Monate Ruhe haben oder ein paar Wochen, dann sind wir ja sowas von glücklich, ne? Also Vodafone verpasst uns auch dadurch immer wieder ein Glücksgefühl. Gerade im Dialekt, den habe ich richtig bemerkt, ne? Deswegen habe ich kurz bin ich nur kurz langsamer geworden. Ihr habt schon gesehen, jetzt ich habe die ganze Zeit Metaping durchlaufen. Deswegen habe ich gerade langsamer geredet. Ich habe meinen Browser offen mit Twitch, ne? Deswegen, ich sehe sofort, wenn es laggt. Ich sehe sofort. Und sobald ich so ein bisschen so eine Lag-Situation sehe, ne, dann versuche ich so ein bisschen zu entschleunigen halt, ne? Dann mache ich meinen Satz etwas länger. Auf Vodafone. Ja, gut, dass du vorbeischaust, Sprinty, freut mich, ne? Hab dich immer gerne im Chat. Softy ist jetzt wieder abwesend, oder wie? Schade, ne? Hier, fette Beute schon abgedampft. Dem geht das zu lahmarschig. Das nächste Weizen trinke ich ja Weißbier. Man muss unterscheiden zwischen Weizen und Weißbier. Im Grunde genommen ist Weißbier Weizenbier, aber nicht genau das gleiche. Also jedes Weißbier ist ein Weizenbier, aber nicht jedes Weizenbier ist ein Weißbier. Das nächste trinke ich auf dich. Alles klar, ne? Du musst ja auch bei FIFA ja auch noch ein bisschen gegen das Momentum anzocken.
Aber mir stimmt das gerade, dass dieser 50-Minuten-Part da weg ist, vorhin, der gut war. Ich sag ja, den heutigen Part für Twitch, das nenne ich dann gestückelte Scheiße.